Grüß dich. Grüß dich wohl. Ja, was grüß dich wohl? Kennst du mich nicht mehr? Sally? Hey, ja, schau jetzt, Sally. War nicht mehr gesehen. Und der geht ausgerechnet hier, hat er gesagt, der Friedl, mein Onkel. War nicht mehr gesehen. Ist mir gegangen? Ah, super, habe ich gesagt. Und dem ist dem gegangen, habe ich gefragt. Ja, gell, ein Maus, hat der Friedl gesagt. Und wenn der Friedl sagt, ein Maus, dann geht es ihm schlecht. Wie es allen schlecht geht, die sagen, es muss. Ja, das ist ja eigentlich auch gängig, wenn sie aber sagen, es muss. Gut, dann muss man nicht nachfragen, warum es ihnen schlecht geht. Aber das sagt man natürlich gescheiter nicht zu laut, sonst von netten Typen plötzlich anfangen zu sagen, mir geht es schlecht. Wobei, das ist eigentlich auch noch gängig, wenn wir ehrlich sind, weil dann weiss man wenigstens, dass es übertrieben ist. Blöd ist, wenn jetzt jemand sagt, es könnte besser gehen. Wobei, wenn man es sich genau überlegt, dann weiss man, dass es einem immer besser gehen könnte. Ausser mir. Mir geht es heute super. Aber wenn man das sagt, so wie ich heute, dann geht es ja noch. Aber wenn das andere Leute sagen, dann denkt man doch, das ist doch nicht normal. Gut, das ist etwas faul. Bitte, Friedl, dem Maus, es wäre sein Nachbar. Aber er hat es schon gelesen, dass es mir super ging. Wegen der Zeitung hat er es gelesen, eben, er hat es gelesen in der Zeitung. Und eben, das wegen heute. Und eben, es sei eben ein bisschen blöd, er kann fast nur zum Zeitung lesen, und eigentlich sei geschwind, dass er jetzt wusste, dass es mir super ging. Und er kann nur zum Zeitung lesen wegen dem Nachbar. Und was denn los ist, habe ich den Friedl gefragt. Jetzt hat ihn doch der Nachbar vor einem halben Jahr gefragt, ob er kein Zeitungssharing machen mit ihm. Er, Friedl, hat ja schliesslich die Lokalzeitung abonniert, hat ihm der Nachbar gesagt, ob er ihm die nicht alle geben können, wenn er sie gelesen hat. Friedl hat eine gute Idee gefunden. Ja, so etwa 9 sind wir abends fertig, hat der Nachbar gesagt. Und wir könnten ja die Zeitungen könnte er bei sich auf die Durchschwelle legen. Und wenn er sie dann wieder lesen wollte, konnte er sie dann markieren und dann konnte er ihm sie aufbringen. Sie haben beide eine super Idee gefunden und es gemacht. Aber vor 5 Monaten hat der Nachbar gefragt, ob der Friedl die Zeitungen nicht ihm vor die Tür legen könnte. Der Friedl ging ja oben einkaufen, dann gingen sie ihm doch gerade im Gleichen und dann konnte man sich ein bisschen wegsparen. Der Friedl war einverstanden und hat sich nichts dabei gedacht. Wo der Nachbar vor 4 Monaten mal so beiläufig gemeint, es wäre doch noch gäbig, wenn die Zeitungen wirklich am 9. draussen auf der Bildschwelle würden. Und wenn der Friedl alle um 9:30 einkaufen, dann muss er immer vergeben vor die Türen schauen. Also hat der Friedl angefangen, die 9. die Zeitung runterzubringen. Und manchmal ist er halt wieder raufgegangen, wenn er im Sinn hatte, erst um 9:30 einzukaufen. Und ein paar Tage später hat der Nachbar gemeint, dem Friedl, dem geht es doch im Gleichen, wenn er oben die Ausrisse von der Zeitung auch wieder aufnehmen würde, statt dass er rauflaufen würde. Jetzt hat der Friedl noch geschluckt, aber langsam hat er seltsam gefunden. Und im Sommer ist der Friedl in die Ferien gegangen, der Nachbar hat den Briefkasten geleert und der Friedl war glücklich gewesen. Immerhin ein Vorteil, hat der Friedl gedacht. Immerhin ein Vorteil hat das Zeitungssharing also doch. Und als er von der Ferien kam, hat der Friedl, sind alle Zeitungen schön sortiert bei ihm auf dem Küchentisch gelegen. Und die oberste offene Brief von Lokalzeitung adressiert an ihn, an Friedl. Und schon hat es geläutet und der Nachbar ist vor der Tür gestanden und gefragt, ob er den Brief auch lesen durfte. Und er hat darum sich ein bisschen wehren für den Friedl. Und die Zeitung war einst am Morgen um 6:30 noch nicht im Briefkasten gewesen. Dabei dürfte doch die frühe Zustellung das garantieren. Dann hat er, der Nachbar, also am Chefredakteur in Friedls Namen scharf einen Brief geschrieben. Das geht doch nicht. Das geht wirklich nicht, hat der Friedl und Nachbar gesagt. Jetzt sind alles fertig. Ja, aber jetzt hat doch alles so gut geklappt, hat der Nachbar gesagt. Du, er hat es doch immer noch mal so gut gemeint. Aber der Friedl hat genug gehabt. Genug von diesem Zeitungssharing. So, dass er dem Nachbar das Abonnement hat geschenkt. Friedls Nachbar übrigens, der braucht seit 2 Monaten das Auto von mir aus.
Da die Müllers von Stocken bei dem Friedl wohnen. Er braucht das Auto gegen den, wenn Müllers das Auto nicht brauchen. Und seit gestern hängt der Schlüssel von Müllers Auto am Nagel von Friedls Nachbars Türen. Gell, Friedl? Nein, nehmen wir noch einen. Gell, super, Friedl. Also, Friedl, bis später.